Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Ore und ab geht's. Ja, wir möchten uns jetzt mit den Grundlagen des Speicherns beschäftigen. Und da müssen wir uns erstmal ein paar Fragen stellen. Und zwar zum Beispiel, wo? Wo wollen wir etwas speichern? Haben wir da irgendeinen speziellen Ort? Möchten wir, dass es da gespeichert wird, wo auch unser Programm ausgeführt wird? Möchten wir, dass es immer in, weiß nicht, in irgendwie dem Dokumente-Ordner des aktuellen Benutzers gespeichert wird? Soll sich der Benutzer das jedes Mal neu aussuchen können, wo er jetzt seinen aktuellen Kontakt hinspeichert? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Dann, in welchem Format? Das ist vielleicht eine richtig schwierige Frage, denn es gibt natürlich einige Formate, die da irgendwie gut in Frage kommen würden. Zum Beispiel .text. TXT, naja. Also eine ganz normale Textdatei, ja, wie wir sie auch mit Notepad oder ähnliches machen könnten. Was hätten wir noch für Formate? Wir könnten das Ganze theoretisch gesehen natürlich als Bitmap speichern. Wir könnten das als eine DAT-Datei speichern, also als eine wirkliche Datei. Oder wir können uns auch irgendein eigenes Dateiformat überlegen. MyCon zum Beispiel. Das ist eine Frage, die wir uns definitiv stellen sollten. Zumal die verschiedenen Formate halt auch einfach was anderes können. Und das müssen wir uns natürlich dann überlegen, was wir da jetzt letztendlich wirklich wollen. Textformat, dann müssen wir uns weiterhin überlegen, wie wir das Ganze abspeichern. Zum Beispiel haben wir ja ein Image, speichern wir das extra oder speichern wir das alles in derselben Datei? Und wenn ja, wie machen wir das, dass wir ein Image mit unserem Text zusammenspeichern? In der Textdatei könnten wir es dann schon mal nicht mehr speichern. Dann müssen wir uns auch überlegen, speichern wir alle Benutzer in einer Datei oder gibt es dann für jeden Benutzer eine eigene Datei? Nicht Benutzer, sondern Kontakt. Das ist also auch noch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Ja, und das sind so die ganz wesentlichen Sachen. Dann kommen noch so Feinheiten dazu, die wir auch relativ zeitnah schon bedenken müssen. Wie benennen wir die Dinger? Immerhin könnten wir dem Benutzer die Möglichkeit geben, es jedes Mal einzutippen, wie er jetzt diesen Kontakt abspeichern möchte. Oder wir sagen, ach, das machen wir von uns aus. Wenn wir das von uns aus machen, wie machen wir das? Woran machen wir fest, wie dieser Kontakt jetzt benannt wird? Dann, wenn wir das jetzt automatisch machen, zum Beispiel anhand von unserem S-Name, dann müssen wir aber auch dafür sorgen, Zeichen? Fragezeichen? Was meine ich damit? Zum Beispiel dürfen gewisse Zeichen einfach nicht benutzt werden als Dateiname. Das ist zum Beispiel der Backslash, der Slash, das kleiner Zeichen, das größer Zeichen. Es darf kein Doppelpunkt benutzt werden, kein Sternchen. Was noch? Fragezeichen darf nicht benutzt werden und ein Senkrechtstrich. Ja, wenn wir die alle nicht benutzen dürfen, dann dürfen die auch auf jeden Fall nicht in S-Name zum Beispiel vorkommen. Und wenn sie doch vorkommen, was machen wir denn mit diesen Zeichen? Ersetzen wir die einfach oder sagen wir dem Benutzer, nein, du musst es umbenennen? Das sind alles so ein paar Fragen, die man sich logischerweise erstmal stellen muss, bevor man automatisch irgendwas abspeichern will. Und naja, so ein bisschen vorausschauend geplant, glaube ich, kriegen wir das Ganze aber ganz gut in den Griff. Ich habe mir dazu meine Gedanken gemacht und anhand unseres Programms werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ich mir das Ganze vorstelle. Meine Überlegung ist die folgende. Ich möchte erstmal einen Speicherort vorschreiben. Und ich werde das so machen, dass der Speicherort erstmal immer ein Ordner sein soll, in dem Ordner, wo unser Programm hin installiert ist, sprich wo es gerade läuft. Aber ich möchte mir auch von Anfang an die Möglichkeit offen halten, mein Programm irgendwann ein bisschen zu erweitern. Zum Beispiel, dass wenn man auf den Speicherknopf mit rechts draufklickt, dass dann auch so wie hier jetzt so ein Dropdown-Menü
erscheint mit einem Punkt, wo dann steht, anderen Speicherort wählen. Das werden wir jetzt nicht sofort machen, aber das möchte ich mir von vornherein offen halten. Und deswegen habe ich auch schon mal bei unseren Variablen, bei den Strings, ein Variable String Path eingefügt. Und diesen Path, diesen Pfad, diesen Dateipfad werden wir letztendlich denn in unsere Funktion SaveContact übergeben, so dass das denn der Speicherort ist. Damit sind wir von Anfang an sehr flexibel. Ja, und unter welchem Namen stelle ich mir vor, dass wir das Ganze speichern? Ich möchte, dass wir dieses Anzeigen als hier unten dafür benutzen, den Namen unserer Datei zu generieren. Das heißt, je nachdem, wie das hier unten dann auch angezeigt werden soll, zum Beispiel Name, Vorname oder Vorname, Name oder Name, Vorname, in Klammern Spitzname, so soll dann auch unsere Datei benannt werden. Sollten denn hier irgendwelche verbotenen Zeichen, also für Speichern verbotene Zeichen vom Benutzer eingegeben werden, dann werde ich die ganz gnadenlos, so wie hier, durch so einen Unterstrich ersetzen. Ja, aber es soll halt die Möglichkeit gegeben sein, hier alle Zeichen einzugeben, die er möchte. Und ich möchte das möglichst eindeutig dem Namen entsprechend auch abspeichern, dass man sowas dann auch gegebenenfalls mal wiederfindet. Der Typ, ja, das wird, also unser Speichertyp, das wird eine Datei mit einer eigenen Endung sein, die überlege ich mir dann nochmal. Werden wir selbst kreieren und das Ganze nennt sich dann letztendlich serialisieren, was wir machen werden. Das ist eine spezielle Art und Weise, Objekte, wie zum Beispiel unser Kontakt hier ein Objekt ist, abzuspeichern. Und das werden wir dann machen. Und da werden wir auch versuchen, das Bild, was wir dann mit abspeichern, auch mit in dieser Datei abspeichern. Das heißt, wir haben dann nur eine Datei, wo alle Infos drinstehen. Und die können wir dann letztendlich auch wieder öffnen und auslesen. Ja, und ansonsten, ich denke, das hat man schon so ein bisschen rausgehört, für jeden Kontakt gibt es eine einzelne Datei. Auch hier so ein bisschen Vorbild die Windows-Kontakte. Ja, wie gesagt, das alles werden wir langsam angehen im nächsten Tutorial. Und bis dahin, mit freundlichen Grüßen, euer Doktore.